Wir haben in der Zeit der Staatsoper unter den Linden, kurz nach dem Mauerfall, also wir sind jetzt ungefähr 1990, eine enge Verbindung zur Pariser Oper hergestellt. Und Patrice Barth kam dann nach Berlin, um Rudolf Nureyev zu assistieren. Er hat uns dann in der folgenden Zeit ganz, ganz viele Ballette choreografiert, speziell auch für Berlin eben erstellt. Man kann fast sagen, dass er so etwas war wie der Schöpfer der Berliner Dramaturgie in Sachen Ballett. Ich glaube, Berlin hat Patrice Barth sehr, sehr viel zu verdanken. Schwanensee ist insbesondere herauszuheben, weil wir dort das Libretto verändert haben. Patrice Barth wollte die sozusagen freilegen von allen Schnörkeln, die es da vielleicht noch gibt, und sie heutiger machen. Und das ist eben zum einen eine Umdeutung der Königin. Das heißt, die Königin wird zu einer zentralen Figur, die auf Spitze tanzt. Es geht um die Ausdeutung von Benno von Sommerstein, dem Freund des Prinzen Siegfried, der nämlich eine homoerotische Beziehung zu Siegfried haben möchte. Und es geht letztendlich um die Selbstfindung des Prinzen Siegfried. Als Produktionsdramaturgin war ja meine Aufgabe, quasi erst die Personenkonstellation zu erarbeiten. Das passiert sehr, sehr viel früher, bevor überhaupt die Choreografie erst gemacht wird. Und der Transformationsprozess dann von der Geschichte oder der Konstellation der Personen, der Charakteristik der Personen in Bewegung, das ist dann die Aufgabe des Choreografen oder der Choreografin. It was very important, as I said, that the mother would be such a star. Because for me, she's the main character in this production. Also das erste Gespräch mit Patrice war tatsächlich so, dass er mir diese Rolle gleich beschrieben hat. Und mit leuchtenden Augen, ja, und ich kenne dich aus anderen Stücken. Und ich hatte ja schon mit ihm zusammen Sachen gearbeitet. Und er wollte mich einfach in dieser Rolle haben. Und das ist doch toll. And we didn't go for the special technical stuff or difficult step or things like this. It was just a way to do it, a special way to go into the part. And as I said, it was done in set in 1910. So they had all these very sophisticated looks at the time, which it was perfect for. Und Patrice hat auch schon sehr darauf geachtet, dass die Bewegungen dementsprechend das ausdrücken. Also dass es jetzt nicht nur die Gestik und Mimik ist, die das hinüberbringt, sondern auch die Art und Weise, wie er die Dinge choreografiert hat. Also gerade wenn sie in dieser Zerrissenheit vor dem Bild ihres Sohnes tanzt, dann gibt es eben halt die Bewegungen, die eher so nach innen verschraubt, außer Balance, zu Boden gehen, Dynamik, Veränderungen. Die zeigen das ja dann. Er hat es ja nicht für jede gleich gemacht. Also er hat ja wirklich auch geschaut, was passt besser. Er hat es wunderbar vorgemacht, aber er wollte jetzt nicht, dass ich das komplett kopiere. Also er wollte, dass ich das einmal auch spüre. No, well, she is not evil. She is just in love with her son. It's really incest. It's really bad. And she's prepared to do anything to keep him for her. The fact that she is in love with her son. This is the cue of it. Also die ganze Geschichte spielt zur Zeit der Romanows, also Tschaikowskis Lebenszeit haben wir gewählt, in einem Glashaus und auch deswegen in einem Glashaus, um auf der einen Seite eine Transparenz zu haben, aber auch die Fragilität eines solchen Zuhauses zu zeigen. Also man kann hineinsehen, man kann es aber auch von innen zerstören und Siegfried kriegt dort keine Luft zum Atmen, weil die übermächtige Mutter in der Allianz mit dem Premierminister diesem jungen Menschen eigentlich die Luft zum Atmen nimmt
und so viel in ihn hinein projiziert von ihren eigenen Wünschen, dass der sich gar nicht richtig entwickeln kann. Und deswegen geht er immer wieder alleine zu dem Schwanensee und sucht dort nach etwas. He's looking for a very romantic love. He also wants to get out of the mother power on him. It's all this thing about mythology of the swans. And he has this obsession about the swan. He goes by the lake and he sees that swan looks like a beautiful woman. Die Odette ist im Grunde genommen eine Figur, an der Prinz Siegfried, die er erlösen kann. Also er kommt ins Handeln. Die Intrige lautet ja so: Der weiße Schwan sozusagen soll nicht mehr das Interesse des Sohnes finden können. Also müssen andere KandidatInnen her. Und dazu kommen die Prinzessinnen aus mehreren Ländern. Plus der schwarze Schwan, der kommt dann auch noch. Und dann beginnt ja die ganze Tragik richtig an Speed aufzunehmen. Eigentlich auch ein Moment, in dem der Prinz tatsächlich absolut verwirrt wird durch diese Aktion des Rotbarts. He's a close friend of the mother, but he is a bad influence on the mother also. She looks at herself when she looks at Rotbart. They are the same world and they use each other to confuse the poor prince. And I wouldn't like to be at this place. Die weißen Bilder sind so geblieben, wie sie uns überliefert sind und wie Patrice sie eben auch aus seiner Zeit in der Pariser Oper gekannt hat. Also das ist original. I don't know how Petit Pas worked exactly, but I'm sure he first of all thought of the shape of the choreography, the line, the formations, the triangles, the circles, everything else. Then he put some steps on it, I think. But what impresses me most in Petit Pas choreography, all of the white acts, and it's the shape of it, the way it's built. Das ist ein Märchen. Und Märchen, glaube ich, möchten alle Menschen auf der Welt immer wieder sehen. Und es ist ein Märchen, was auch so viele verschiedene menschliche Züge ausdrückt und auf die Bühne bringt. Ich glaube, da kann sich jeder und jede sich damit zu identifizieren. Also es ist ja so mit Märchen. I think when you do a production, you have to insist on the musicality. The musicality is so important. It's not a question of dancing en mesure or not, but live with the music, breathe with the music. This is most important. And you can develop the character by just breathing in the music. Schwanensee an sich ist ja quasi das Bild für das klassische Ballett schlechthin. Und wird immer gerne als Projektionsfläche für klassisches Ballett generell genommen. Es ist ein Meilenstein der Ballettgeschichte, immer wieder erneuert, immer wieder in neuen Fassungen. Und ich glaube, das ist auch die Erfolgsgeschichte dieses großen Titels, dass man es immer wieder erneuert, aber immer doch wiedererkennt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für das Riesenerfolg jedes Mal. Schwanensee ist einfach... ja, eine Ikone des Balletts.